So, hallo im neuen Video. Wir sind immer noch unterwegs von Rimini, haben im letzten Video abgelegt und haben dann keine passende Stelle zum Ankern gefunden. Nach Ancona wollten wir auch nicht rein und sind dann einfach die Nacht durchgesegelt und segeln jetzt immer noch. Haben immer noch keine passende Stelle gefunden. Wollten hier erst in Marina gehen, hat man uns überlegt. Aber bei diesem auflandigen Wind und diesen riesen Wellen, die sich dann meistens vor der Marina noch auftürmen, weil es ja so flach wird, und die Einfahrten immer so klein und schmal und versandet sind, haben wir gedacht, das lassen wir lieber. Und jetzt haben wir doch Kurs auf die Trimidi-Inseln. Knappe 20 Seemeilen sind es noch, dann sollten wir dort sein. Und da versuchen wir jetzt zu ankern. Ob das funktioniert bei den Bedingungen, ich weiß es nicht. Wind und Welle haben zugenommen. Wir haben fast permanent über 20 Knoten Wind. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob das klappt. Das ist unsere Geschwindigkeit. Locke unten 5,9, 6,5, 7 und oben laut GPS über 9 Knoten teilweise. Wir surfen dann manchmal auf der Welle über 10. Ah, jetzt waren es 11. Wahnsinn. Insgesamt 166 Seemeilen waren wir jetzt gestern und heute unterwegs. Und jetzt haben wir es endlich ganz toll hier gefunden auf den Trimidi-Inseln oder Isola Trimidi. Die sind ganz schnuckelig und haben wir es angefallen lassen. Da sind auch Bojen, wir sind über eigenen Anker gegangen. Das ist scheinbar kein Problem. Und es ist echt hübsch hier. Und ich hüpfe dann nachher gleich mal ins Wasser. 25,8 Grad. Das ist eine kleine eigene Insel mit einer Burg drauf. Ganz hübsch. Und so sieht es hier aus. Gestern Abend habe ich noch unsere Flügel ausgefahren, sprich unsere Solarzellen auf beiden Seiten. Die sind ja so fest montiert, ganz fest dran. Und wenn sie ausgefahren sind, machen sie wesentlich mehr Strom, als wenn sie waagerecht stehen oder senken, also so schräg, im 90-Grad-Winkel. Die werde ich jetzt so lassen, hat sich gut bewährt so und ist noch ganz stabil durch die Stütze unten. Also es hat sich echt bewährt und Strom brauchen wir immer. Wir sind die ganze Nacht durchgesegelt mit dem Autopilot, der Kühlschrank ist durchgelaufen, dann können wir die Energie heute schon brauchen. Schön im Wasser, ja. Ich bin vorhin auch schon geschnorchelt. Die Ausflugsboote ziehen langsam ab. Jetzt wird es ruhiger. Ist echt schön hier, aber ganz schön was los, muss man sagen. Und wir haben unser Sonnendächle aufgebaut. Ist wunderbar da drunter. So, legen wir ab Richtung Fieste. Jetzt geht es wieder Richtung Festland. Und zwar wollen wir heute nach Fieste. Das sind so 35 Seemeilen. Also ein richtig angenehmer kleiner Schlag. Deshalb lassen wir es auch ganz gemütlich angehen. Segeln nur mit der Genua.
Ja, jetzt sind wir sozusagen in Apulien angekommen. Hier gerade am Sporn entlang. Am Sporn vom italienischen Stiefel. Und ganz am Ende vom Sporn, da vorne, da ist Fieste. Und da gehen wir jetzt hin. Ja, beim Anlegemanöver war mir jetzt die volle Attraktion hier. Das ist ein ziemlich enger Hafen. Und unser Boot ist ja auch ziemlich dick. Die Lücke war eng, wir passen gerade so rein. Aber haben alle mitgeholfen. Und auch der vom Personal natürlich. Hat auch die Mooring hingemacht. Ganz nett und ganz freundlich. Und jetzt stecken wir hier drin. Jetzt hat der Wind aber auch aufgefrischt. Vorhin, die mal reingesegelt sind, ging es eigentlich noch. Und jetzt hat es, ich glaube, 20 Knoten. Und auch hier drin hat es ganz schön Seitenwind. Jetzt sehen wir das gleich. So, jetzt tigern wir mal ins Städtchen. Und bringen unseren Müll weg. Reges Treiben hier am Steg. Na gut, ist auch Sonntag. Richtig nett hier, irgendwie ganz typisch italienisch. Ja, die Abwechslung ist wirklich schön. Heute Morgen waren wir noch schwimmen und ankern bei den Tremiti-Inseln. Dann rüber gesegelt nach Fieste. Über abends noch rein in die Altstadt zum Essen und die Abwechslung ist echt toll. Also ich muss sagen, Mittelmeer ist echt klasse. Und jetzt haben wir Hunger, gell? Wie ist auch. Und morgen, Andi, weißt du, was wir morgen machen? Morgen gehen wir da oben auf die Burg. Morgen bleiben wir nämlich hier. Pizza gegessen und Salat. Beide aufgegessen, damit es morgen schon Wetter wird. Und sitzen hier ganz nett an diesem Platz. Vor dem Municipio, vor dem Rathaus. Schön. Schauen wir dann mal am Beach runter. Und das hier ist der berühmte Fels, der Pizzo Mune. Ganz gut, was ist los hier? Aber schaut einladend aus. Toll. Cool. Da ankern sich, ja, da kann man ankern. Coole Kulisse, ja. Es ist 8:30 und wir haben gerade abgelegt. Wir schauen, dass wir hier früh wegkommen in Fieste. Hat nämlich immer sehr starken Wind, außer in der Früh ist es ein bisschen ruhiger. Und sonst hatten wir beim Ablegen immer so starken Seitenwind. Vor allem bei der extrem engen Boxengasse. Ja, also wir sind da jetzt wieder rausgekommen. Allerdings auf 2,5 Meter. Ja, und wir hatten 2,3 Meter tiefer an unserem Liegeplatz. Also es ist richtig flach und auch bei der Ausfahrt gerade ist es richtig flach geworden. Da muss man sich gut rechts halten, wenn man reinfährt. Gut links, wenn man rausfährt sozusagen. Bisschen spannend, Fieste. Also mit viel Tiefgang geht es nicht, glaube ich. Wir hatten 2,7 Meter teilweise beim Reinfahren und vor den Steganlagen und am Liegeplatz 2,3 Meter. Und heute geht es weiter Richtung Trani. 38 Seemeilen. Ja, und wir hatten uns überlegt, ob wir vielleicht eine Nacht ankern. Aber genau nachts soll dann doch auflandiger Wind sein. In der Ecke, wo man ankern könnte, und das ist dann auch wieder blöd. Jetzt ist es halt so, wir müssen halt momentan von Hafen zu Hafen hüpfen. Es geht hier unten aber nicht anders, es sind einfach keine Buchten da.
ist auch fürs Budget, also es macht sich schon bemerkbar, weil jeder Hafen im Schnitt um die 50 Euro kostet. Und essen geht man ja auch noch und Kaffee trinken, Eis essen, wenn man schon in so schönen Örtchen ist. Es ist momentan nicht ganz günstig und wir hoffen, dass wir das dann in Griechenland wieder ein bisschen ausgleichen können, das Ganze. Weil da gehen wir dann nicht mehr in Marinas, da wollen wir dann wirklich in den Buchten sein und in den Stadthäfen. Die kosten auch nichts. Die Küste ist ganz hübsch am Sporn. Hat so schöne Felsen und Grotten. Ein bisschen zerklüftet. Könnte man auch gut tagesankern. Es sind auch ganz viele Ausflugsboote unterwegs, sehe ich da. Die Leute zu den Grotten fahren und in die Buchten. Jetzt sind wir ganz happy, dass der Watermaker geht. Weil wir hatten schon so unsere Befürchtungen, dass es vielleicht kaputt ist, aber neu defekt, aber es war ein Einbaufehler, muss man so sagen, oder? Ja, ich glaube, dass ich eine Schraubschale zu fest anzogen habe, hat das Kunststoff ein bisschen zusammengedrückt, irgendwie dann oval geworden, ich weiß es nicht. Ich habe einen Schlauch ausgewechselt und so ein Drei-Wege-Ventil habe ich nochmal frisch rausgebaut und reingebaut. Jetzt geht's. Gute Unterstützung gewesen von Kater Dün, per Telefon. Keine Ahnung, ich habe es euch echt Mühe gegeben, aber an den Kleinigkeiten scheitert es manchmal. Jetzt läuft das super. Und jetzt nehme ich eh unsere Wasservorräte zu Ende. Unsere Trinkwasservorräte hätten wir jetzt dann einkaufen müssen. Und es ist jetzt eine super Sache, dass der läuft. Und kein Plastikmüll mehr. Das ist ja Wahnsinn. Der Petrus hat ein Einsehen gehabt mit uns, hat ein bisschen Wind geschickt. Jetzt können wir segeln. Wir segeln so 5,5 bis 6 Knoten über Grund. Das ist nicht wunderschön. Das Motorgeräusch ist aus, es kostet nichts, es ist umweltfreundlich und macht einfach wesentlich mehr Spaß. Ganz da vorne im Horizont sieht man das Ziel schon. Sehr luftig hier vorne, im Schatten vom Segel. So, heute nach 40 Seemeilen, ungefähr 2/3 Motorrad, 1/3 gesegelt, konnte man noch segeln, leicht am Wind, richtig schön mit 5 Knoten, 5,5 Knoten teilweise ging es dahin und jetzt sind wir in Trani und die auffällige Kathedrale am Ufer ist schon recht beeindruckend. Ja, da sagen wir gleich wieder Tschüss in Trani. Wir haben gerade angefunkt und es hat uns gesagt, dass sie voll sind. Blöd, jetzt haben wir wieder das Problem, wohin? Laufen lassen. Ah, oh je. Schade, hätte ich mir gern angeschaut, Trani. Schaut echt toll aus. Tja, einmal reingefahren ins Hafenbecken und zack, gleich wieder raus. So kann's gehen. Haben wir auch noch nie gehabt. Ja, also wir haben jetzt geguckt, wo wir hin können. Und da kommt eigentlich nur Bari in Frage. Das sind 21 Seemeilen. Das schaffen wir in 3 Stunden. Wir Motoren haben so um die 7 Knoten momentan. Sollte man 3 Stunden schaffen, kommen um 6:30 an. Das ist okay, weil man möchte ja da auch nicht im Dunkeln ankommen. Haben jetzt die 2 Marinas, die es da am Hafenbecken gibt, mal angefragt über Navi Lee und hoffen, dass wir da eine positive Antwort kriegen, dass wir da dann über Nacht bleiben können. Jetzt müssen wir weiter gucken. Das Schöne ist, haben wir es morgen nicht mehr so weit. Morgen wollen wir nämlich nach Monopoly. So, aus den 38 Seemeilen, die geplant waren, sind über 60 geworden. Und jetzt sind wir in Bari. Kurz vor Bari. Sieht nicht ganz so einladend aus wie Trani. Aber wir haben eine positive Bestätigung bekommen für den Hafenplatz. Das ist doch schon mal was. Wir haben jetzt hier einen Bari-Test gemacht und zwar liegen wir hier längsseits.
hinter uns, beziehungsweise vor uns, liegen noch ein paar Österreicher. Es ist ja nicht viel los, im Gegensatz zu Trani scheinbar. Wir haben auch schon gehört, dass Monopoly recht voll sein soll. Da schauen wir jetzt mal, ob wir da reservieren können. Sonst müssen wir da auch wieder vorbeifahren. Das soll sehr schön sein, wollten wir uns eigentlich gerne angucken. Ja, und heute werden wir nicht mehr viel machen. Heute wird auf jeden Fall nicht gekocht. Wir gehen essen, suchen uns nachher irgendwas Kleines, Gemütliches. Geduscht haben wir auch schon hier am Steg. Und dann sind wir morgen dann gleich startklar. Also jetzt nochmal mit schnell essen gehen war nichts. Die Marina hier in Bari ist nämlich ganz schön abgelegen. Und wir sind jetzt hier, wollten hier rauslaufen aus dem Gelände. Das ist so ein Zaun rum, kommt man gar nicht raus. Und hier gibt es Gott sei Dank sowas wie eine Fährstation und einen Ticketschalter. Und da ist so eine ganz nette Imbissbude. Und genau. Und hier gibt es halt auch mal Bier. Und da speisen wir jetzt. Hauptsache nicht kochen. Ist lecker, gell? Wir werden auf jeden Fall satt. Ja, satt werden wir. Doch, schmeckt gut. Wir sind gleich in Monopoly. Am Motoren müssen. Es kommt ein bisschen Wind auf. Jetzt sind wir aber auch gleich da. Der Stadthafen von Monopoly soll sehr klein sein. Müssen wir schauen, ob wir da einen Platz kriegen. Ja, das werden wir dann im nächsten Video berichten. Wäre schön, wenn ihr wieder reinschaut. Ich sage auch vielen Dank für eure Likes und für eure netten Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.